So, hallihallo, da bin ich wieder und jetzt habe ich heute für euch in der Retro-Perspektive von Yps das Thema Zaubern. Nun, jedes Jahr gab es in Yps auch einen Zauberkurs, wo man mit kleinen Tricks gerade das junge Publikum ansprach, um zu zeigen, wie Magie funktioniert. Und es war nicht nur so, dass die Zaubertricks dort in den Heften waren, sondern auch, wie die Tricks funktionierten. Also praktisch wie so ein kleiner Zauberkasten. Die Tricks, muss ich sagen, die gibt es heute noch in allen möglichen Zauberkästen. Aber auch zu Weihnachten gibt es ja mittlerweile, ja, früher gab es ja eigentlich nur einen Schokokalender zu Weihnachten. Heutzutage gibt es ja alles Mögliche, was es da in den Kalendern gibt. Unter anderem auch 24 Türchen mit Zaubertricks. Und da sind einige Zaubertricks auch drin, die wir gleich vorstellen, beziehungsweise die auch schon in den Yps-Heften waren. Man könnte fast meinen, die hat man so eins zu eins die Formen mitgenommen und die werden heute noch produziert. Aber wir gucken sie uns mal an. Hier haben wir die chinesischen Wunderstäbe in der Zauberserie Nummer 1. Das ist aus Heft 218. Ja, den Zauberer kenne ich nicht, der hier drauf ist. Sagt mir nichts, aber die Stäbe, die kenne ich. Ich kann euch den Zaubertrick ja schon mal erklären. Der war nämlich relativ einfach. Hier waren so, ja, wie so Magnete oder so, so kleine Bleiplättchen drin. Und die rutschten dann immer hoch und runter. Ja, man zog hier dran und das Bleiplättchen ging hoch. Ließ man es los, rutschte es wieder runter. Mal gucken, ob das immer noch so war oder ob das wirklich so war. Weil hier sind ja die Zaubertricks praktisch auch aufgeführt. Guck, also die Zauberstäbe, die waren auch aus Plastik damals. Und tatsächlich, hier ist das Gewicht dran, hier ist die Schnur und man zog halt entsprechend das Gewicht hoch und runter. Habe ich mir doch gemerkt. Nach 40 Jahren weiß ich noch die Tricks, immerhin. So, dann gucken wir mal, was wir als nächsten Trick hatten hier. Hier sind ja immer so mehrere Tricks drin, beziehungsweise die nächste Folge. Da hatten wir der verhexte Wasserkrug aus Indien. Ja, da kann ich euch wieder nichts zu sagen, da weiß ich nicht. Den hatte ich mir nicht gekauft. So, dann gucken wir. Ah, guck mal hier. Diesen jungen Mann hier. Vielleicht kennt ihn noch der eine oder andere. Der hieß Meisterzauberer Hardy. Und da ist, glaube ich, eine ganze Generation mit groß geworden. Hardy ist mittlerweile 70 Jahre. Ich habe ihn mal getroffen vor einigen Jahren noch auf der Spielemesse in Essen. Da hat er nämlich seine Zauberkästen verkauft. Mittlerweile sind die Zauberkästen von ihm ja mehr oder weniger aus den Regalen verschwunden. Da sind ja eher zwei andere Zauberer aus Bünde haben seinen Platz eingenommen. Das sind ja die Ehrlich Brothers, die ihn praktisch so ein bisschen, ja, eigentlich beerbt haben. Er war also früher Kinderzauberer und wenn ich das bei Wikipedia gelesen habe, hatte er schon in jungen Jahren einen Sprachfehler. Er stotterte und durch dieses Zaubern, durch seine Zauberreime, hat er dieses Handicap in den Griff bekommen. Er hatte übrigens mit 10 Jahren einen Zauberkasten zu Weihnachten bekommen und dadurch ist er auch überhaupt angefangen zu zaubern. Interessant ist, dass die gleiche Geschichte auch die Ehrlich Brothers erzählen, dass die auch von ihm hier einen Zauberkasten bekommen haben zu Weihnachten und dadurch angefangen haben zu zaubern. Ja, guck mal, so wird man Zauberer. Berühmt wurde eigentlich durch Yps, wobei viele seiner Kollegen sind eigentlich, waren früher schon ein bisschen sauer auf ihn, weil er immer die Tricks
teilweise auch von seinen Kollegen verraten hat, ne? Weil hier in den Yps-Heften sind ja nicht nur die Zaubertricks drin, sondern auch die Lösungen, die da waren. So, guck hier. Hier haben wir rätselhafte Teller und die magische Münze. Mal gucken, haben wir hier einen doppelten Boden? Ja, guck hier. Hier unten ist also praktisch nochmal eine Münze drin. Man legt hier oben eine Münze rein und unten kann man die Münze dann rauspoppen. Also praktisch zwei Münzen. Okay, hier ist noch Hardys Zauberschule. Hier wird nochmal so alle möglichen Tricks erklärt. Guck, eine ganze Menge Tricks hier. So, und dann gucken wir mal, was hat er noch mehr Tricks hier auf Lager gehabt. Also, hinten waren ja immer... Ah, hier, den hatte ich auch, den Trick hier. Den hatte ich mir damals auch gekauft. Das war nämlich so eine große Box. Die war allerdings aus Pappe. Und da musste man so eine Murmel durchs Labyrinth... Genau, hier, das vertrackte Labyrinth. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der Trick da funktioniert. Guck, da gab es auch Menschen der Urzeit. So ein Sammelalbum. Das hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Ich zeige es euch nochmal. Das war, glaube ich, ganz vorne. Konnte man das auch nachbestellen. Seht ihr das hier? Genau. So sah das aus. Die Menschen der Urzeit. Habe ich auch noch zu Hause. So, also, das war... Der Zauberer Hardy. Guck, hier hat er noch einen Trick gemacht. Die Wunderschachtel, die alles verschwinden lässt. Alles klar. Das war auch wieder diese Geschichte mit dem Drehen, glaube ich. Musste man die Schachtel umdrehen und dann hatte man einmal was drin und einmal nichts drin. So, gucken wir mal. Was hatten wir hier? Genau, hier war wieder die Schachtel. Seht ihr? Auch wieder Kunststoff musste man damals alles zusammenbauen. Ja, Kinder, so war das früher. Da musste man noch selber Hand anlegen. Nicht alles fertig kaufen, sondern da musste man sich richtig Mühe geben. Oh, hier ist sogar noch ein Poster drin. Oh ja, tatsächlich. Das, guck mal, wenn ich das so sehe, da kommen dann doch einige Erinnerungen rauf. Ja, mal hier gab es nämlich so ein großes Poster mit, wer war das, Willi? Ja, Kasper ist das, genau, Willi war der Vogel, Kasper war das, der hier so eine große Maschine hatte und hier gab es einen Teil davon, so als Poster musste man praktisch die nächste Ausgabe dann auch kaufen und dann kriegte man hier so ein super Poster, wie ein Bravo-Starschnitt, so ähnlich war das, okay. Aber auch nur eine Seite, wie man sieht. Ne? Nicht so doppelt bedruckt, sondern nur eine Seite. So, aber wir wollten ja eigentlich gucken, was im nächsten Heft war. Ist ja immer interessant, was hier noch so für Zaubertricks drin waren. Also, nächstes Mal war zum Beispiel die rätselhaften Teller und die magische Münze. Hatte ich mir auch nicht gekauft. Guck, hier war der zweite Teil von dem großen Motorrad drin. So, dann irgendwann in den späteren Jahren war es halt so, dass der Hardy nicht mehr für Yps gearbeitet hat, sondern dann hat man wieder seine eigenen Comics genommen und dann gab es hier zum Beispiel die Zauberteller. Wobei, Moment mal, diesen Zauberteller hatten wir eben noch schon mal. Das ist praktisch auch wieder genau das Gleiche. Wo hier unten wahrscheinlich wieder eine zweite Münze ist. Ne? Ob ich recht habe oder nicht. Ja, guck mal, haben sie sogar die gleiche Zeichnung genommen. Schon interessant. Wir gucken nach, ob das so war. Moment, war das so? Haben sie damals von dem Hardy, also dieses hier ist 169 und dieses hier ist Yps 472, also 5 und 10 Jahre weiter. Okay. Guck mal hier. Die haben immer alles wiederverwendet. Seht ihr das hier? Das war mal früher gar nicht so aufgefallen. Aber, ja, vielleicht war das auch teilweise dann wieder eine andere Generation. Okay. Das Geheimnis der
Zauberteller und der magischen Münze. Das rätselhafte Teller und magische Münze. Okay, also ein bisschen anders haben sie es geschrieben. Und auch die Beschreibung ist etwas anders. Aber die Zeichnungen, die haben sie anscheinend einfach so gelassen. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier so als Zaubergimmick? Guck, da haben sie wieder was anders. Da war die Zauberserie vorbei. Da hatten sie auf einmal einen Skorpion. Sieht natürlich auch schon nicht schlecht aus. Okay. So, dann haben wir noch hier einen Zaubergimmick. Guck, diesmal ist Piff und Herkules. Münztrick mit dem Zaubersack. Mhm. Habe ich mir auch nicht gekauft. 441. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch Yps gekauft hatte. Jedenfalls war das für mich dann auch nicht so ganz so spannend. Darum hatte ich mir dieses Heft dann auch nicht gekauft. Mal gucken, was hatten sie da? Okay. Also Armband Helikopter. Naja, normalerweise nimmt man das ja in der Hand und zieht, aber konnte man natürlich auch umwandeln als Armbandhelikopter. So, dann habe ich hier noch, das sind ja nur Beispiele, ne? Also wie gesagt, jedes Jahr, ich könnte euch ja hier 50, 60 Zauberhefte zeigen. Dann haben wir hier die Zauberbox, in der alles verschwindet. Ich schätze, das wird dann auch wieder aus Pappe sein, die Box. Mal sehen. Tatsächlich, ne, gab es hier in der Mitte so ein Bastelheft oder so einen Bastelbogen. Und wie immer bei solchen Sachen gibt es hier zwei Kammern in dieser Box. In der einen Kammer tust du was rein, in der anderen Kammer tust du nichts rein. Hier wird auch wieder mit Spiegeln gearbeitet, also das Übliche. So, also die Zaubertricks sind ja eigentlich immer noch so ähnlich wie früher. Werden halt vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen anders präsentiert, auch mit Komik und mit Akrobatik. Aber im Prinzip, die alten Tricks, ja, die sind immer noch die besten. So, das war's erstmal wieder. Ich wünsche euch wieder alles Gute und würde sagen, tschüss, bis bald.